Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Madeleine Schlemmer Paradies. Wir machen diese Woche diese super leckeren Puddingbrezeln. Ja, das ist typisch für Oktoberfest oder auch in Bayern, also jedenfalls dort, wo ich gewohnt habe, bei Nürnberg, gab es die eigentlich so September rum immer total gerne und auch gerne mit so ein paar Mandeln bestreut. Wir fangen an mit den Zutaten für die Ziehbutter. Dafür benötigen wir Butter natürlich. Und etwas Mehl. Die Verarbeitung ist auch total simpel. Also meine war Zimmertemperatur. Und dann habe ich dann einfach meine Butter reingegeben in eine Schüssel. Wenn die härter sein sollte, könnt ihr es auch mit einem Handschuh vermengen. Meine war ja recht weich. Habe das Mehl mit dazu gegeben und das Ganze einmal mit einem Gummischaber miteinander vermengt. Wenn das so aussah, habe ich mir ein Backpapier genommen. Habe die Maße da oben drauf gegeben. Und habe das Ganze dann einmal zusammengeklappt und etwas ausgerollt. So durfte es dann in den Kühlschrank gehen, bis dann das wieder gebraucht wird. Die Zutaten für den Pudding. Ihr braucht Milch, Zucker, Ei, Vanillezucker und Stärke. Natürlich könnt ihr auch ganz normal mit Puddingpulver arbeiten, das ist kein Thema. Ich nehme gerne diesen Schneebesen dazu, gebe meine ganzen Zutaten in die Milch rein. Etwas von meiner Vanillemühle habe ich mit reingegeben und dann habe ich das Ganze einfach aufkochen lassen auf dem Herd. Bis das Ganze schön angedickt ist, dann habe ich es einmal aufblubben lassen und runtergenommen. Das Ganze habe ich dann in eine kalte Schüssel gefüllt und direkt mit Glasichtsfolie abgedeckt. So durfte das erstmal auskühlen und wir machen weiter mit den Zutaten für den Blunderteig. Ihr braucht Milch, Mehl, Butter, Vanille, eine Prise Salz, Hefe, Zucker und ein Ei. Die Zubereitung ist auch hier ganz simpel. Ich habe mir zuerst meine Milch genommen, die war nicht warm oder irgendwas. Habe da meine Hefe reingegeben, ein, zwei Löffelchen Zucker und habe das Ganze miteinander schön verrührt. Dann habe ich die restlichen Zutaten, also Mehl, Zucker, Salz, in die Schüssel gegeben, habe eine kleine Kuhle gemacht, da das Ei reingegeben, etwas von der Vanille. Und dann habe ich meine Butterflocken an die Seite gegeben und die Hefe einfach in die Mitte dazu. Also die Hefemilch. Das Ganze habe ich dann 5 Minuten kurz so miteinander sich vermengen lassen. Und danach habe ich das 5 bis 6 Minuten aufschlagen lassen auf fast voller Stärke. Dann hatte ich nur noch kurz meine Fensterprobe gemacht. Die ist nicht gerissen, also war der okay. So habe ich ihn 15 Minuten entspannen lassen im Kühlschrank. Nach 15 Minuten habe ich mir meinen Teig rausgenommen, der war sehr schön weich und habe ihn dann etwas die Außenseite nach innen, habe das Ganze kurz durchgeknetet und dann habe ich ihn ganz normal ausgerollt. Ihr müsst ihn so ausrollen, dass ein schönes Rechteck entsteht, Quadrat. Und dann habe ich wie im Brief die Butter darin eingepackt, also die Ziehbutter, und habe das Ganze dann direkt einmal länglich ausgerollt. Die Maße waren ungefähr 40 x 20 cm. Dann machen wir die doppelte Tour, das heißt, beide Enden werden in die Mitte geschlagen, dann nochmal zusammen und genau so kommt unser Teigpäckchen für 15 Minuten in den Kühlschrank. Nach 15 Minuten ging das Ganze um 90 Grad gedreht und ich habe das Ganze nochmal ausgerollt und wieder die doppelte Tour gemacht. Und dann musste das Ganze wieder eingepackt in Frischhaltefolie in die Kühlung. Dasselbe habe ich jetzt dann noch einmal ein drittes Mal gemacht, also den Teig wieder um 90 Grad gedreht. Ausgerollt und wieder beide Enden in die Mitte geschlagen, alles dann zusammengeschlagen und so habe ich den 15 Minuten ruhen lassen im Kühlschrank und dann nochmal 5 Minuten in den Tiefkühlschrank gegeben. In der Zeit habe ich meinen Ofen auf 190 Grad vorgeheizt, habe mir meinen Spritzbeutel mit Sterntülle vorbereitet und habe meinen Pudding gesiebt, weil meine kleine Tochter mag diese ganz großen Vanillestücke nicht. Deswegen habe ich ihn durchgesiebt. Wenn es euch nichts ausmacht, könnt ihr es natürlich auch drin lassen. Da ich sicher eine Mühle habe, die ich immer wieder auffülle mit getrockneter Vanille, kommen da halt ein bisschen größere Stückchen rein. Ja, Backpapier braucht ihr noch und ein Backblech, klar. Und nach der Kühlzeit habe ich das Ganze ausgerollt, so auf 1 cm Dicke und habe mir 8 Stränge also geschnitten, die gleichmäßig sind. Dann habe ich das Ganze nochmal aufgerollt, habe das Ganze zusammengeschlagen und dann seht ihr schon, also dann habe ich es gezwirbelt und eine Brezel geformt.
Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell für euch. Dann habe ich das Ganze nur noch mit Pudding gefüllt, 10 bis 15 Minuten ruhen lassen. In der Zeit habe ich meine Eierstreiche fertig gemacht, also ein Ei und etwas Milch, miteinander verquirlt und damit meine Blunderstücke eingestrichen. So habe ich sie dann 20 bis 30 Minuten gebacken, bei 190 Grad Ober-Unterhitze. Für die Glasur, Puderzucker und Milch brauchen wir nur, ganz easy. Und das machen wir kurz vorher fertig. Also rühren alles zusammen und wenn die Brezeln heiß aus dem Ofen kommt, glasieren wir es damit. Ihr könnt auch Aprikosenmarmelade nehmen, dann macht ihr die heiß und macht die oben drauf. Ich mag eher das mit der Milch-Puderzucker-Glasur. Aber das Ganze euch überlassen. In Bayern kennt ihr es noch mit Mandeln, also entweder ohne oder mit. Kommt drauf an, wie ihr das mögt. Ich habe euch das ganze Rezept natürlich auf dem Blog aufgeschrieben. Da könnt ihr nochmal nachschlagen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier seht ihr nochmal die Porung vom Teig. Das war super knusprig und lecker. Echt richtig lecker. Und falls ihr doch mal zu viele haben sollt, wie wir, durch die Glasur bleiben die auch noch richtig schön frisch am nächsten Tag. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Freue mich, von euch zu lesen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.